Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Kaiser Blau. Von den ersten Fight. Bin einen Schritt Mit gegangen, Ryu. bekam. Ja, hallo, hallo erstmal natürlich. Ich Und habe schon mir. den ersten Kampf, ich bin einen Schritt gegangen und hatte auf einmal ein Apollo vor mir stehen. Ich habe null Plan. Ach, ich bin schon vor der Treppe im Pokémon-Turm. Bip. Ich Überlege durfte gerade, ob ja ich Gott das. sei Dank, für einige, die sich jetzt vielleicht wundern, ja, das ist ein Ibitak hier. Ich durfte ja ein bisschen. Was? Aus das hast du mir zugestanden. Ich weiß, Ja, aber ich fand ihn gut. ja. Ja. Und trotzdem sieht Mein das nicht gut Dreikopf, aus. Alter, mein Dreikopf ist ja schon 42. Ja gut, mein Wukong ist 54. Ich will mir gerade einen Alpollo fangen. Das ist Level 28. Ich bin ja ein großer Alpollo-Fan. Ist auch cool. Oh fuck, mit ja, gut, mit Nightshade habe ich jetzt nicht. Ja genau, hypnotisier mich, du Ratte. Aber ich muss zugeben, mit Drillpack ist das relativ einfach. Ja, ist es auch. Dann ist das so easy. Dann spazierst du wirklich durch die Die Arena. Auch wenn sitzt zwar du. jetzt deutlich Level drüber, aber. Das Apollo kann Psychic. So, ich habe gewonnen. Nice! Yay! Diesen Sieg widme ich einer ganz bestimmten Person, und das ist der Ryu, der mir erlaubt hat, hier ein bisschen zu Ja, das wäre sonst leveln. scheiße gewesen, wenn du jetzt allein von dem Standpunkt her, wenn wir jetzt aufnehmen. Und du jetzt die ganze Zeit mit. Wie welchem Level war dein Habitak? 18. Ja, siehst du mal, das wäre ja scheiße gewesen, wenn du jetzt die ganze Zeit mit einem 18er Habitak hättest rumrennen müssen, das zu trainieren. Ich meine, ich habe es mit meinem Dreikopf ja noch einigermaßen gut hingekriegt. Gut, du hast halt Dreikopf ja zwei am Anfang relativ früh gehabt, ne? Naja, deswegen. Ich hatte ja Zeit, den zu trainieren. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Bei einer Nuzlocke-Challenge ist das was anderes, wenn man sein ganzes Team verliert und Das stimmt. dann hochleveln muss, dann ist das was anderes. Dann müssen die Zuschauer auch mal in den sauren Apfel beißen, dass sie sich halt Training angucken müssen. Ja. Unter der Prämisse hier, wie es jetzt war, ich hätte es auch kacke gefunden, weil, meine, okay, du hattest bei unserer letzten Challenge ja auch das Problem, dass dir dein Salat einfach mal nichts gebracht hat, teilweise. Alter. Obwohl gegen Meine Ende war es toll. Alter, die Rockets hier sind auf 44, was geht mit denen? Komm auf euer Leben, kleine Schweine. Da muss ich jetzt erst wieder hinterherkommen. Drill Pack! Auf du. Sohn ist Level 47. Kadabra, das hau ich so weg. Sagte er und starb. Bin ich arrogant? Ich mache mit Body Slam. Kadabra hat so lowe Defense. Ja, genau! Ein Gyarados! Fick dich! Nice. Ein Gyarados. Scheiße, der ist Flug nebenbei typmäßig. Muss ich Gyarados So, nehmen? was haben wir denn hier? Glurak mit Schaufler wäre vielleicht ganz gut. War bei den ganzen Geistern? Hm. Kann ich dir empfehlen. Und wird dir auch auf jeden Fall dann nachher bei den Rockets da oben helfen, weil die sind ein bisschen heavy. Die sind so im 44er Bereich. Easy. Sag ja. Sagst du jetzt noch? Bei dem Gyarados, pass auf, das kann nämlich Donnerblitz. Lol. Warum kann das Gyarados Donnerblitz? Weiß ich nicht. Warum kann Alpollo hier Psychic? Das ist ja noch, Konnte das der ist nicht? noch verständlich. Ja, aber das konnte der sonst nie. Warum? Mein Alpollo konnte auch immer Psychic. Ah, dieses scheiß Marowak macht immer Rock Slide. Das ist hart nervig. Und jetzt macht das Knochenmerang. Das ist. Wieso switcht der denn jetzt die Pokémon? Und wieso kann das Gengar Donnerblitz? Ach, ich habe ja, ich habe ja noch Superstar mit Ice Beam. Ist aber gemein, was du da jetzt wieder machst. Oh, wow. Du hast recht, also die wilden Pokes sind ja echt stark hier. Was? Hier ist ein wildes Alpollo auf Level 46 gewesen. Wildes? Ja. Wisst ihr, was ich hatte, war? Da war das in der letzten Aufnahme. Da hatte ich, glaube ich, auch so ein relativ super hohes. Ja, die Nebulak sind kein Problem, aber die Alpollo sind echt. Ja, dann ist ja jetzt noch das erste Mal, dass hier wirklich die Pokémon en masse gespammt werden. Da, hier ist es ja schon echt lächerlich, wie viele da kommen. Du paralysierst mich, ich hau dir ins Gesicht. Oh, ein Hunter. Oh, jetzt machen wir hier wieder Paralyse-Wettbewerb. Ach, genau, Pantymos kann Seismic-Toss. Ich weiß, dass das theoretisch jedes Poké erlernen kann, aber
Oh, Knockout Battles. Nice. Jo, mein Bus ist Level 21. Oh, Cloyster. Das kann ich dann wieder mit High Jump Kick wegfetzen. Okay, Kadabra. Ach, das sollte ein Schlitzer von Ryu reichen, ne? Fall. Yay! Oh man, du bist geboren, ich schlitz dich auf. Ach, das ist das Knocker, was du meintest. Ja. Wann lernen. Oh, ach, naja, Level 55. Oh Autsch. Mann, warum hat er als letztes ausgerechnet einen Hypno? Oh Gott. Unter allen den Pokémon. Nein, jetzt geht er noch High Jump Kick daneben und ich bin paralysiert. Und jetzt Psychic! Fu you! Das Du kann halt. räudigen Hund! Jetzt muss sitzen. Da genau. Wie viel? Oh. Mega Oh, Drain. Alter, ich stehe mit 5 Weg. KP. Wenn der Slash jetzt nicht sitzt, habe ich ein Problem. Oh! Gut! Nee, toll, jetzt taucht hier ein Alpullo auf 26 auf. What the hell? Give me your soul. Und da sagt noch einer, die Herren der Schöpfung können kein Multitasking. Ich habe jetzt zwar, stand jetzt zwar gerade kurz im Raum und habe einfach nur A gedrückt, obwohl da niemand war, aber es ist auch Multitask. Wen juckt Kann auf mein das? Handy gucken und gleichzeitig Knöpfe drücken. Fear my Multitasking Powers. Alter, jetzt hör mal So. auf, die ganzen Pokes hier zu spammen, ey. Du sagtest mir ja, dass man, wenn man links von Prismania City weitergehen will, dass man da nicht Da langkommt. kommst du nicht durch. Nicht mal wegen dem Relax, sondern geht einfach gar nicht. Wasser. Also ich denke mal, du musst die Route da unten nehmen. Die lange. Oh, warte mal, ich glaube, der Fuji wollte mir die Pokéflöte geben, aber das ging gar nicht. Einfach gesagt, nö, will ich nicht mehr. Die behalte ich jetzt. Nee, doch, aber der wollte, glaube ich, schon, aber ich glaube, mein. Ist der Fuji hin? Ach, hier in dem Firespin. Haus. Firespin ist doof. Ah, doch, der will mir die Pokéflöte geben, aber der ist kein Ruhm. Sehr ist nur Ruhm. Der ist nur Ruhm in your pockets. Dann sollte ich mal Trafalgar Law anrufen. Ich wollte es gerade sagen, da ist nur Ruhm. Ja, Der dann ist musst der Ruhm. du. Hattest du mir nicht neulich dieses Bild geschickt von diesem Regenbogen, der aussah, als wenn der Alter. Ruhm Ruhm gewirkt Oh, wird? voll awesome, ey. Das sah richtig nice aus. Das war richtig geil. Da musst du sofort dran denken, ey. Das sah Ich echt sag so nach wie aus. vor, eine, wenn ich mir Teufelskräfte aus One Piece ausruhen könnte, die ist auf jeden Fall in den Top 5. Die ist echt nice. Ich denke mal, die wirklichen krassen Ausmaße kennen wir noch gar nicht. Ich denke mal, da gibt es noch irgendein Geheimnis bei, was die noch übermächtig macht. Ich glaube, irgendwas, ich glaube, damit kann man den Tod austricksen, wenn ich das neulich, wenn ich wirklich das gelesen habe, richtig verstanden habe. Okay, das ist der ja echt nice. Das wäre echt super nice. Aber das hat dann wahrscheinlich auch irgendwie einen Haken, von wegen der Anwender stirbt oder das funktioniert nur einmal. Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht, meinen Dreikopf in Kampf zu schicken, weil ich glaube, der Gyarados frisst den. Ach nee, doch nicht, ein Drillpack tot. Alter, tauchen hier viele Pokes auf. Das ist ja richtig nervig. Im Tower ist das richtig schlimm. Bin jetzt Es gerade ist bei dem Knogger, ja, weil das ist ja. super heavy hier. Knogger! So, ich mache mich da mal auf, gen. Warte mal kurz. Ich mache mich auf Richtung Süden. Hast du das jetzt voll gerade? Hast du gerade die. Ja, ich muss mir den Kompass immer hier mit diesem Ah! Bonbon ohne Seife waschen. Waschen, ja, Jetzt toll. vorher. Aber du kannst, weißt du, wo das unten Süden ist? Ja. Aber check. Natürlich. Du weißt ja, was ich allein im echten Leben für eine Orientierung habe. Ja, Zorro, alles gut. Ja, so ungefähr so schlimm ist es. So weit ist es schon. Merkst du was? So weit ist das schon. Boah, Mutter! Was ist mit dir? Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Ja, da ist Gyarados, ich habe keine Elektroattacke. Und Ryu will ich nicht drin lassen. Avira! Weg mit dir! Ach nein, der kann ja Dann Thunderbolt. weg! Mutter! Was? Schläg gleich 13! Was ist mit der? Was machst du denn? Ich hab dir extra noch geschrieben, ich will jetzt aber aufnehmen. Lass mich in Ruhe. Anrufen. Nein! Sofort Aber wenigstens, anrufen. was nimmst du denn auf? Lol. Habe ich das geschrieben? Ja, natürlich. Muss hier Mann, was zurückschreiben. habe ich jetzt vergessen lassen? Nein! Scheiße! Muss hier zurückschreiben. Beauty-Tipps. Ach Gott, ich hab. Danke, Mutter, du versaust mir immer meine Aufnahmen. Nein, Ryu ist tot.
einen Doppelkick verlieren lassen. Wobei, das ist gar nicht mal so tragisch. Ich habe mit Razav genug Kampfattacken. Oh, soll ich riskieren? Ja, genau. Nee, jetzt habe ich meine einzige Kampfattacke von Butz weggemacht. Das ist... Da, Mutter! Was habe ich dir getan? Ich wusste es! Diese feige Ratte! Explosion! Was, Relaxo? Geowatz auf der Mitte nach unten. Okay. Was die Trainer hier teilweise, die Trainer vor allem, was die teilweise für Pokes haben. Die Trainer. Trainers haben Pokes und das ist sehr random. Mhm. Ja, wechsel du mal deinen Pokes. Paralyse, ich paralysiere dein Leben! Bitte! Warum kann Cloyster Explosion einsetzen? Dass er das lernen kann, wusste ich auf jeden Fall. Ausdos kann Explosion. Als wenn er jedes Mal Donnerwelle einsetzen würde. Kann er es jetzt mal bitte missen? Der haut dir ins Gesicht, Kind. Dann kann der Surfer und ich. Genau, jetzt macht er wieder von der Wave. Der paralysiert ja alle meine Pokémon. Und Dragon's Rage, genau. Fully paralyzed, bestes Format. Komm, komm, fick mein Leben, ich fick deins zurück. Haha, oh, das funktioniert nicht. LOL. Das Hypno macht auch nur Donnerwelle. Keine Chance, so gewonnen. Nein, Blizzard! Fuck you! Platz fuck hier. Was ist denn hier im 19? Seismic Toss. Mein Job, Kind! Ja, genau. Genau. In the most crucial moment. Was ist passiert? Ein Jump daneben. Oh. Ich stehe noch mit 5 KP und jetzt kommt noch ein Dragon hier. Nice. Ich versuch's einfach. Ich liebe diese Attacke. Der Recall ist zum Glück nicht so hoch bei High Jump Kick. Ich muss mal, aber das stimmt. Den nein, haben sie echt schön fliegen. Runtergelassen. Kann ich fliegen? Du sagtest auch, da, zu dieser Fliegtusse kommt man auch nicht ohne Surfer, oder? Ja. Na, das ist komplett dicht. Also anscheinend musst du echt Surfer haben. Mal ein paar Super Potions kaufen. Ein paar Revives. Hätte ich gerade so einen schönen Vorsprung, jetzt darf ich wieder zurücklaufen, weil mein ganzes Team zerschreddert wurde. Ja, jetzt komme ich auch nach unten durch. Wir brechen durch. Was ist denn das für ein Weg hier? Ja, boah. Der ist auch ein bisschen crazy. Gibt's da eigentlich Sternschauer hier oben? Ich habe gar nicht nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, gibt's, das hole ich mir. Ja, das. Hol mir mal zur Sicherheit, weil wegen der Sicherheit hole ich mir nochmal 6 Revives. Swift, wer kann denn Swift? Drill. Dann lernt mein. Was, Sternschauer Swift im Englischen? Ja. Dann kann jetzt wenigstens mal Ibitak noch eine zweite gute. Alter, alles überflutet, ey. Weißt du, ich find's ja an sich nett, dass meine Mutter sich dafür interessiert, dass ich Let's Plays mache und Vlogs. Das findet sie an sich ja ganz in Ordnung. So von wegen Zahn der Zeit getroffen. Schön, dass du dich mit sowas beschäftigst. Gut für deine Arbeit. Ich wünsch mir nur manchmal. LOL, man kann an dem Relaxo vorbeilaufen! What the fuck? Easy! Und CM16 noch aufgesammelt. Alter, man kann wieder komplett nach oben laufen. Was haben die hier gemacht? Du kannst hier komplett wieder nach oben nach Lavandia laufen, an so einem, so einem Seitengang. Ja, das weiß ich. Den habe ich gesehen, als ich anfangen untergehe. Geil. Hammer. Alter, du kannst... Ach nee, scheiße. Nein, du kannst nicht an den Relaxer vorbeilaufen. Das sah nur so aus. Ach so. Ja, sonst hätte sich die Flöte ja völlig erübrigt, ey. Ich kann sagen, das hätte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Seit wann machen die denn das Spiel einfacher bei Kaizo? Was ich halt auf jeden Fall sagen wollte, ist... Ich finde ja gut, dass sie sich interessiert, also meine Mutter jetzt, aber ich bin auch eigentlich ganz froh, dass sie sich die nicht anguckt. Die hat schon teilweise so ein Problem mit meiner Ausdrucksweise. Oh. Alter, relax mit dem High-Jump-Kick, one-hitted. Na gut, das ist auch kein Wunder dann. Die 20 Level Unterschiede haben auch gut getan. Ist der so schwach oder was? Gewesen, der Relaxo. Ja, ich wollte das Garados hier, wo ich gerade gegen fight, ist auch erst 29. Was ist denn hier los? Ja, weiß ich nicht. Hier unten irgendwie so. Ja, wobei, stimmt. Du kannst ja direkt, wenn du in Lavandia bist, da runterlaufen. Deswegen werden die nicht so stark sein. Ja, ja. Das stimmt wohl. Das ist clever gemacht eigentlich. Aber ich kämpfe jetzt gerade gegen einen Blitzer. Das ist Level 34 schon wieder. Schon wieder etwas stärker. Ha, da ist ein Fehler im Map. Map. Da hat jemand die Brücke nicht zu Ende gebaut. Keine Map-Awareness. Das ist die Brücke aus Naruto. Nur, dass hier die Bösen gewonnen haben. Lol. Lapras gewonnen-hittet mit Dodri. Nein, Ibitak. Ibitak. Dodri ist mein Pokémon. Ja, dein altes Dodri hat keine Chance gegen meinen Ibitak. Dein Maul, dein Ibitak ist Lauch! Ibitak ist so übermenschlich. Oh, ein Golem. Wie viel, dass das explodiert. Der Rocker meinte gerade, nachdem ich ihn geklatscht habe, unplugged.
Lol, du kannst den Fischer nicht besuchen ohne Surfer.